In letzter Zeit haben die Entwickler von Videospielen es immer mit ihren Special Editions. Jedes Spiel kommt in der Special Edition raus. Sei es jetzt mit Amiibo oder wie in dem Fall ohne. Tja, habe ich ja nichts dagegen. Ich mag solche Verpackungen. Tja, heute packen wir die Legacy Edition. Nicht nur Special oder Limited Edition. Nee, nee, das muss epischer klingen bei Metroid. Legacy Edition von Metroid Samus Returns. Und der Titel ist sehr ironisch, denn das letzte richtige Metroid, wo Samus auch wirklich dabei war, kam ja soweit ich weiß 2009 raus, in Form von Metroid Other M. Oder was, 2010? Ich glaube 2010. Das heißt, 7 Jahre ist es schon her, dass wir ein richtiges Metroid bekommen haben. Metroid Prime Federation Force zähle ich wie den Rest der Fans nicht dazu. Und deshalb ist der Titel umso ironischer, dass es Metroid Samus Returns heißt. Na gut, man muss sagen, Returns jetzt nicht unbedingt, weil Metroid jahrelang weg war, die Serie, sondern weil das Originalspiel so ist. Denn es ist wie bekanntlich ein Remake von Metroid 2 The Return of Samus, das wohl unbekannteste Metroid-Spiel für den Game Boy. Ich persönlich habe selten Metroid gespielt, ich glaube sogar bislang gar nicht, außer halt auf diesen ganzen NES-Remix, um das es nicht alles drauf war. Und von Metroid 2 habe ich auch, von allen Metroid-Spielen, ich habe mich ja natürlich von der Serie erkundigt und so, aber das Spiel hier, ja, ich kann schon verstehen, dass man dieses Metroid-Spiel von allen geremaked hat, weil es halt wirklich so unbekannt ist. Tja, es haben ja Fans schon vorgemacht. Ich sag nur, das fangemachte Metroid 2 Remake wurde ja gecancelt. Da konnte ja noch keiner wissen, dass Nintendo auf der E3 dann wirklich ein offizielles Metroid-Spiel ankündigt. Gut, das packen wir jetzt mal aus. Okay, hier ist gleich schon mal was drauf. Interessant verpackt, by the way. Das ist dieses Medaillon, sag ich mal. Wenigstens ist da im Vergleich zu Zelda Breath of the Wild Limited Edition noch ordentlich was drinnen. Oh, sieht episch aus. Und wofür dient das? Ist das so ein Anstecker, oder? Kann man sich so ans Hemd dran stecken? Werde ich vielleicht tun. Sieht bestimmt episch aus. Was meint ihr? Das typische Samus-Logo. Gut, am meisten kaufe ich mir diese Special Editions nur wegen den Verpackungen. Die sehen meistens am epischsten aus. Was ist das? Packen wir es mal aus. Wo genau geht das? Hier ist ein Riss. Entschuldigung, dass ich heute mit Handy abfilmen muss, meine große Kamera war leer. Ah, der Metroid-Schlüsselanhänger, der Morph Ball, die wohl berühmteste Fähigkeit von Samus in ihrem Anzug. Den werde ich mir, das Beste ist, ich brauche ja eh jetzt einen Schlüssel, so einen Schlüsselbund für meine neue Wohnung, und da werde ich mir den dranhängen, damit ich gleich erkenne, dass das meiner ist. Sieht aber wirklich schön aus, viel besser als diese Pikmin-Schlüsselanhänger, die ich mir aus diesem meinen Nintendo-Dings geholt habe. Was hätten wir noch? Ganz wichtig. Boah, ganz schön fies verpackt. Krieg ich das raus? Nee. Ja, stimmt hier. Das Artbook. Hier hinten steht das, der Name des originellen Spiels drauf. So, sorry. Der Name des originellen Spiels drauf. Metroid 2, The Return of Samus. Fand ich eigentlich jetzt geschickt, dass ich für das Remake, ich meine, es war ja, als das Spiel angekündigt wurde, noch unglaublich, dass jetzt ein neues Spiel oder wirklich ein Remake ist. Es ist, würde ich so sagen, eine Mischung. Es ist neues Spiel und Remake zugleich. Und die Idee, dass man quasi den Titel einfach umgedreht hat, also Samus Returns, fand ich gar nicht so schlecht. Was hat denn dieses Artbook so zu bieten? Blättern wir mal durch. Hm. Ach so, wie der Anzug funktioniert, habe ich richtig verstanden. Ach so, wie alles funktioniert in der Metroid-Welt. Hier die Welten. Wäre schön, wenn da hier quasi noch so eine offizielle Gebrauchsanweisung drin wäre, weil das Level-Design in diesen Metroid-Spielen ist ja sehr verwirrend. Und wäre schön gewesen, wenn das jetzt noch wirklich 1:1 drin stammt. Und das sollen die Metroid sein? Nee, das sind andere Viecher. Das sind diese Weltraumpiraten. Das ist ein Metroid. Ganz schön viel drinnen. Ähnlich wie ein Mario Maker. Kann es sein, dass ich es falsch rumhalte? So, oder? Nee. Schau mal, muss ich hier einfach ab der Seite verkehrt umblättern. Ich hoffe, man sieht es noch gut in der Kamera drinnen. Alle möglichen Gegner. Wenigstens hat man sich mehr Mühe gegeben als beim Super Mario Maker Artbook. Boah, kein Wunder, dass Metroid eines der brutaleren Nintendo Franchises ist. Wegen den Gegnern. Die Items, an die kann ich mich noch erinnern. Ich wusste gar nicht, dass diese ganzen Items auch in dem Game Boy Ableger dabei waren. Ich habe nur kurz den NES Ableger am NES Mini gespielt. Ja, da freut man sich doch gleich, wenn der zweite Teil neu geremixed rauskommt. So. Jetzt hier. Das sah auf dem Cover irgendwie kleiner aus. Mein Gott, das ist groß. So groß sind ja nicht mal NES-Kassetten. Boah, ich habe schon gedacht, das wäre eine echte. Ach so, da kann man das Spiel reintun, damit es episch aussieht. Ich habe mich noch gewundert, wozu ist diese Plastikverpackung da? Wäre irgendwie schön gewesen, hätte es Originalgröße gehabt. Aber das hier, ja, ich sag mal so.
Kann man mal bringen. So. Die Soundtrack-DVD, Samus Archives, was ist da drauf? Ach so, von allen möglichen. Ich hab gedacht, das wäre der ganze Soundtrack vom Spiel. Metroid Other M, Metroid, das Original, Samus Returns, auch dabei, habe ich mir noch gedacht. Super Metroid, Fusion und die Prime-Reihe. Da möchte ich mir ja noch diese Collection auf der Wii U noch holen, damit ich die Prime-Reihe vor Metroid Prime 4, was ja dann nächstes Jahr rauskommt, ach, das packe ich später aus, ist ja nicht so wichtig. So, was haben wir hier noch? Ah, ganz wichtig, der Download-Code, das wohl Beste am ganzen Spiel. Man kann sich das Original im 3DS eShop mit diesem Download-Code nämlich auch noch runterladen. Zeige ich euch natürlich nicht. Das ist meins Original. Aber ich glaube nicht, dass ich das überhaupt spielen werde. Denn wozu, wenn man das Remake hat? Aber die Idee ist ganz nett. Könnt ihr ja so ein Comparison-Video machen, die erste Welt, wie es im Remake und wie es im Original aussieht. So, hier ist das Spiel. Wo ich da gerade übrigens noch Amiibo-Funktion, wo hier, sehe, soweit ich weiß, sind ja die Metroid-Amiibos der Smash Collection kompatibel, aber was ich noch interessanter fand, hier hinten auf der Verpackung stand nämlich drauf, dass es noch eine separate Metroid Amiibo gibt. Die habe ich jetzt, von der habe ich weder was gehört noch in dem Läden gesehen. By the way, ich habe ewig gebraucht, um die zu kriegen, diese Special Legacy Edition. Mann, ich habe echt ganz Wien abgeklappert danach. Was? Nintendo muss endlich lernen, dass sie von diesen Special Editions mehr produzieren sollen. Ist denn das so schwer? Ja, ich würde mal sagen, mehr Aussehen als Nutzen in dieser Special Edition. Sieht halt alles recht episch aus. So, hier alles zusammen. Mein Highlight von der Special Edition ist diese riesengroße Gameboy-Hülle und der Schlüsselanhänger, um ehrlich zu sein. Tja, jetzt natürlich die Frage, kann man von mir ein Let's Play zu Metroid Samus Returns erwarten? Ich würde sagen, ja, ich hab Bock mal auf Metroid. Gibt mal eine gewisse Abwechslung auf meinem Kanal, wenn ich mal einen Shooter-Let's Playe. Was meint ihr? Hättet ihr da Bock drauf? Ich werde auf jeden Fall mal anfangen. Schaden kann es ja nicht. Gut. Aber natürlich zum Remake, nicht zum Original. Das muss ich schon mal dazu erwähnen. Gut. Sehr schöne Edition. Deutlich besser als die von Zelda Breath of the Wild, wo ein fetter Briefbeschwerer drinnen lag. Wenn auch, ich hätte es noch schön gefunden, wäre wirklich noch eine Metroid Amiibo drinnen gewesen. Sei es jetzt die aus der Smash oder scheinbar eine von diesen neuen. Schreibt mir in die Kommentare, ob es wirklich neue Amiibos gibt oder ob die erst rauskommen, denn irgendwie habe ich die weder in Läden gesehen, noch irgendwie davon was gehört. Gut, dann sehen wir uns beim Let's Play. Tschüss!